In Wiesbaden wurde jetzt ein Blick in die Vergangenheit geworfen. Genauer gesagt auf die Kraftfahrzeugstatistik der letzten 20 Jahre. Von 1995 bis 2015 ist die Zahl der Pkw auf 136.000 gestiegen. Ein Zuwachs von knapp 11%. Doch längst nicht jeder Einwohner der Landeshauptstadt ist motorisiert. Was den Motorisierungsgrad betrifft, kann man schon auch sagen, dass gerade bei den jüngeren Leuten zwischen 18 und 40 Jahren der Motorisierungsgrad zurückgegangen ist. Also da scheint es wirklich so zu sein, dass es ein Weg vom Auto ist und sich alternative Verkehrsmittel dann auch zu suchen. Konnte man einen deutlichen Rückgang in den letzten 20 Jahren dann auch sehen. Bei den älteren Leuten ist es eher umgekehrt. Die wollen lieber mit dem Automobil bleiben. Da hat der Motorisierungsgrad in den letzten 20 Jahren doch gut zugenommen. Gerade ältere Männer nehmen in Sachen Autos die Spitzenposition ein. Das weibliche Geschlecht hat allerdings aufgeholt. Rund 33% mehr Fahrzeuge sind jetzt auf Frauen angemeldet. Unterschiede gibt es auch innerhalb der Wiesbadener Ortsteile. Während in vielen Vororten wie Kloppenheim, Breckenheim oder Nauroth der Grad der Motorisierung gestiegen ist, verzichten viele Personen in der Innenstadt auf einen Wagen. Nicht verwunderlich angesichts der prekären Parksituation. Die Statistik räumt allerdings auch mit einigen Klischees auf, zum Beispiel dem gängigen Vorurteil von Wiesbaden als dem Paradies der Luxusschlitten. Die Luxuskarossen, die gibt es natürlich auch und die Sportwagen, gar keine Frage, aber geprägt wird das Straßenbild, also zumindest von den in Wiesbaden zugelassenen Fahrzeugen, dann doch eher von Kompaktklasse, also so den Mittelklassewagen. Aber es gibt auch einiges an Geländewagen, SUV sind gut vertreten. Aber sie machen nicht das Gros aus. Über den langen Beobachtungszeitraum fällt besonders auf, dass Dieselfahrzeuge immer beliebter wurden. 1995 betrug ihr Anteil gerade einmal um die 10%, heute sind es knapp 34%. Wie sich der Abgasskandal auf die Zahlen auswirken wird, das können die Experten noch nicht abschätzen. Das ist letztendlich, sind es ja auch politische Entscheidungen, wenn der Dieselpreis in die Höhe schießt, weil irgendein Umweltbonus verlangt wird oder so, dann werden sich die Leute natürlich überlegen, ob sie sich einen Diesel kaufen oder vielleicht doch endlich mal auf ein Hybrid- oder ein Elektroauto oder was auch immer umsteigen. Aber eine Prognose wage ich da nicht abzugeben, weil da sind die Entscheidungen ja offensichtlich auch noch nicht so getroffen. Der Blick in die Zukunft ist ungewiss. Die Statistiker verlassen sich dann doch lieber auf die Daten aus der Vergangenheit.